So, hallo Leute, willkommen zu meiner ersten Servervorstellung und zwar diesmal eine Servervorstellung von einem Kumpel von mir und das ist der liebe Darknex3608. So, hier sind wir erst bei diesem Haus, wo ihr wahrscheinlich spawnen werdet. Ihr dreht euch dann wahrscheinlich erstmal bis noch hier um. Und ja. Ja, er ist ganz famegeil hier so ein bisschen. Und hier gibt es schon ein paar Informationen. Ob wird man mit Bewerbung. Toll, ich habe das Schild kaputt gemacht. Das habe ich auch wieder gut gemacht. So schnell schauen, ob es Leon bemerkt. Nein, komm einfach mit, Leon. Ich habe da drin nichts kaputt gemacht. Ja, das werde ich später definitiv reparieren, damit er es nicht mitbekommt. So, kurz. Event Strandhaus. Cool, es ist jetzt drin. Tut mir leid, ich kann nicht sprechen, sondern werde für euch schreiben. Ja, okay, das wird der MR. Keine Ahnung, wie alt er ist. Ich schätze so 8 war er, glaube ich. Keine Ahnung. Hat schon einen Server, finde ich ziemlich komisch. Ich bin schon ziemlich lange hier auf diesem Server. Endertruhe. Na toll, nichts drin. So. Ja, klaro mache ich das. Ich schicke dir dann noch später mal die Aufnahme, Junge, dann kannst du das hier sehen. So, also hier, das ist eigentlich ein reiner Freebuild-Server. Ich bin hier Operator, also Moderator bin ich hier auf dem Server, also ich kann ziemlich viel machen hier. Das ist ein Freebuild-Server, ihr werdet hier spawnen und dann ist eigentlich immer ein Admin on, weil das ist ein Hamachi-Server und ich schreibe euch die Daten vom Netzwerk hier einfach unten rein, in die Beschreibung, ne? Scheiße, ich mache heute alles kaputt, ne? Also das ist echt grausam, ich mache heute alles kaputt. So, warte kurz, wenn ich die Tür denn finden würde. Tür. So. Tun wir wieder hin. Ich habe hier nichts gemacht, ne? Komm, Liam, kommst du mit? Ich habe da drin kein Schild gemacht, ne? Er weiß nur nicht wirklich, dass ich Videos mache, so hier. Bootfahrt, eine Erde. Also das ist sozusagen der Preis hier. Erde für all die Anfänger. Wir werden hier auch noch eine Stadt bauen. Der Server wird in der ersten Zeit jetzt die nächste Woche nicht wirklich on sein. Aber ich werde trotzdem ab und zu mal so einen Lagebericht und wenn er dann, wenn ihr dann wirklich drauf joinen könnt, dann könnt ihr auch joinen. Ich schreibe euch jetzt in dem Video noch nicht die Daten auf. Erst wenn ihr halt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt meint. So, wartet mal kurz. Ja, meine Zuschauer, ja, meine 4 Abonnenten, immer. So, ich würde sagen, wir bauen jetzt das Kreativste, was ein Minecrafter überhaupt bauen kann. Und zwar dafür brauchen wir pinke Wolle und weiße Wolle. So. Die meisten wissen jetzt wahrscheinlich schon, was ich bauen werde. Meine Maus spackt gerade wieder so ein bisschen. Zack, zack. Hier nochmal, zack. Zack. Zack, 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 zack. So, wie ich immer die ganze Zeit zack, zack, zack. Ja, das ist wieder. Ja, scheiß Job, Leon, das ist ja dann wirklich dein Problem. Ich werde dieses Video heute noch hochladen, schätze. Wir werden dann später auch zu Leon schauen und ihm bei seinem Baumexperiment so ein bisschen zugucken. Ne. Dann nehmen wir uns hier dann so ein bisschen weiße Wolle. Leon, hast du mein Projekt schon entdeckt? Oh ne, hast du noch nicht. Wieso denn? Ach Leon, du musst mir echt jeden Spaß kaputt machen, Alter.
Achso. Scheiße, achso, wir haben ja noch kein World Edit auf dem Server. Scheiße, das hatte ich vergessen. Ja, weil ein Penis nicht erlaubt ist. Okay. Ach, hier ist so Jugendschutzgesetz hier. Also Leon hat hier für alles gesorgt. Jugendschutzgesetz, USW. Das müssen wir hier natürlich machen auf diesem kleinen minimalen Freeball-Server. Ja, Event, Strandhaus. Hier werden wir auch ab und zu mal Events geben, wo wir euch dann immer random Sachen, einfach so goldene Äpfel, Diamanten sind ein paar, und rauswerfen für die User dann. Der Server wird keine Ahnung, wie viele Slots haben. Ich werde dann immer 10 Minuten vorher, wenn der Server dann on ist, immer ein Informationsvideo, dass in den nächsten 10 Minuten der Server on kommt und ihr euch bitte in das Netzwerk bewegen sollt. Die IP ist 9.129.242 ist die IP. So, das ist die IP. Und dann immer 10 Minuten danach müsst ihr halt immer achten, wann ich es abgeloadet habe. Müsst ihr halt dann je nachdem im Netzwerk sein. Die Netzwerkdaten sage ich euch jetzt noch nicht, weil sonst könntet ihr theoretisch schon. Ich bin euer neuer LP-Partner. Okay, er hat mich gar nicht gefragt, ob er hier irgendwie so LP-Together hier wir machen, aber wir lassen es jetzt einfach mal durchgehen. So Leute, das wäre es erstmal von diesem Server hier. Hier ist auch der Niklas drauf. Aber gerade hat der keine Zeit. Und also wenn ihr mich haben wollt. Wie so eine kleine Schlampe, also wenn ihr mich haben wollt. Wenn nicht, gebe ich euch keinen Blowjob oder so, ne? Alter. Ah, Leon, du bist so ein Lustiger, weißt du das? Hier gibt's noch diese Unstimmigkeiten. Ja, ich bin der perfekte Bauer hier. Bauer. Bin so ein richtiges Plattenbauerkind. Wir werden das hier alles noch optimieren. Mit so einer kleinen Festung werden wir auch noch bauen. Die wird dann etwa hier ins Wasser kommen. Und dann so ein riesiges Schiff werden wir auch noch bauen. Jedenfalls kommt ihr jetzt noch nicht auf den Server, also ist die Amachi IP, also das Netzwerk und das Passwort, noch nicht bei euch. Also unten in der Videobeschreibung. Die IP habe ich euch ja hier im Video gezeigt. So, schreibt bitte alle das Wort Leon LP unter dieses Video. Nur so aus Fun, weil der liebe Leon ist ja hier dabei und er ist ja hier auch der Besitzer von dem Server, also bis zur nächsten Servervorstellung mit Leon.